Look, a bookseller. She can point us to the tome I need. Genau deswegen. It's really quite disappointing. So, very well. You might want. There's not much left. Looks like folks heard the Absolute was on the march and bought everything that wasn't nailed down. Yeah. Where is the famous Leroican? His shop is a nutter shambles. Ja, schon irgendwie wahr. Aber wie sieht's? One moment. I'm trying to work out how many pinches of mugwort is equivalent to one of Mother's Leaf. Fragezeichen? Would you mind if I finish browsing before you muscle in, please? I was here first, actually. Von welcher Schlange? Ah, well. Verlebte Rüstung. Tyrion Bond. Wer ist denn das? Der große Clive. Ich hab... Excuse me, can't stop. There's only so much shopping time left before the Absolute breaches the city. Oh. Resurge! Apologies. I'm with a customer at the moment. A discerning customer. You're after nothing but the best. Do you think that zombie looks... fresh? Is fresh good? I never know with zombies. The newborn zombie gazes at you hungrily, pus drooling from its slack jaw. Finde ich jetzt nicht gerade ansprechend. Figaro's. Have you seen how much the prices have risen? Might as well be throwing my gold straight into the lava elemental. Kannst du ja machen. Nimmst du die Sachen? Gut, ich werfe das in die Kasse. Wisch. Dann hast du einen Gold Lava Elementor. I want a pet elemental. But Mumbus says I'm not old enough. I wouldn't let it die like the goldfish, though. Die Kleidung des Jungen für Erwachsene hätte ich gerne. Weil das erinnert mich ein klein wenig an das, was Astarion anhat. Bevor er einfach mit den Rüschen... Und das hat eben keine Rüschen und das gefällt mir dadurch besser. Gut, dann. So, da zu ihm. You're a fellow bargain hunter, I see. The hidden gems here are far better value than the rare books Tolner keeps locked behind the desk. Okay. Hasten that. Literature department. Can I help you? Ich versuche mehr über eine bestimmte nesserilische Krone zu erfahren. Habt ihr etwas zu diesem Thema? Psst. These books are sensitive. They prefer an environment of quiet reverence. Die Frisur passt. Oh, ich würde das zu gern. Wisst ihr was? Wir speichern mal. Ich möchte das so gerne sehen. Ich möchte das zu gerne sehen. Verzeihung. Okay. Okay. Nice. Quite sensitive. Oh, das war es mir wert. Das war es mir sowas von wert. Oh. Psst. These books are sensitive.
They prefer an environment of quiet reverence. Huh. Bold. You might have heard that our library has a collection other shops would lack the skill to curate. Between us, even Master Leroken was reluctant to house them in his tower. The pen is mightier than the magic wand, apparently. They're locked away here for their and our customers' safety. Our finest reserve includes the Tharkiot Codex, the Annals of Karsis and Netherese's Folly, Sights of the Seelie, and the Curriculum of Strategy. Do any of those interest you? Dark Karsis. It is said to be written by Lord Karsis himself, the Netherese Arcanist who attempted to replace the goddess Mistra, failed, and was banished for the attempt. Great magical knowledge lies within those pages, but not many can withstand it. That's it. That's what I need. The Annals of Karsis would no doubt have much to say about the Crown's true nature. If only you could read them. Klingt perfekt. Was wollt ihr dafür haben, wenn ich es euch abkaufe? Buy? Books as temperamental as these are not on sale. They are secured in our vault, where none can harm them, nor can they do any harm. Consider yourself lucky to have learned of such a book's existence, and then forget about it. The Annals of Karsis are best left unread. Täuschen? Wenn ihr keine Papierschnittwunde haben wollt, werdet ihr mir sagt, ist es nicht dein Beruf, Wissen zu teilen, statt es unter Verschluss zu halten? Sag mir doch wenigstens, wo der Tresor ist. Einschüchtern? Kann man... Na, da hättest du drei, ne? Täuschen auch da. Ich versuch's mal mit Täuschen. Ja, klappt. Mit 6 hätte es auch geklappt. Aber du weißt ja nie. Customers like you are why I prefer the company of books. The only way to gain access to the vault is through my office. And before you ask, no, you are not allowed in there either. Also wenn es jetzt nicht gerade das gesamte Gold ist, wenn so 500 bis 1000... Already told you, it is locked in our vault, and with good reason. Imagine if a tome so dangerous was sold to someone with such poor comprehension. You certainly have. Even simple knowledge of these tomes is enough to stimulate most. Also, wir müssen ihr Büro finden. Wo ist ihr Büro? Kann er uns das verraten? What? Oh je. I shouldn't have to wait until over, then through. Looks like something melted most. Not a title for me, I think.
I'd be a laughing stock with that lumbering log. Welcome, dear patron, to the floor at the top of the stairs. If you have information about the Night Song, great riches await. If you are here to waste the great wizard Laroican's time, reconsider. Let your knowledge determine your path forward. Portal, portal. Tafel, Tafel. Metalltür. Watch your back. Step quick. Let's keep to the shadows. What the fuck? Ja, wunderbar. Schlossknackmeister. Eine andere Perspektive des Gewebes. Aktualisiert. Für die Harten und Zähen. Lesen. Abenteurer gesucht für gefährliche und lukrative Auftrag. Nachtlicht, okay. Lesen. Nach Standardlehre besteht das Gewebe aus dem Körper Mystras oder der Domäne Mystrals. Die Phasen verbinden die gesamte Schöpfung mit der Quelle der Magie selbst. Ich stelle dem unerschrockenen Leser in den Raum, dass die Wahrheit noch viel faszinierender ist. Das Gewebe, wie wir es kennen, ist überhaupt nicht unsichtbar. Nein, es gibt unter uns jene, die ich Seher nenne und welche die wahre Natur des Gewebes als unendlich feine, aber physische oder essbare Substanz wahrnehmen können. Die vor vielen Zeitaltern von raumfahrenden Riesen namens Immortums hinterlassen wurden. Wann immer wir uns dieser Kraft bedienen, verzehren Wesen namens Gewebeteufel die Gewebephasen und ihre Exkremente sind jene Macht, die wir Magie nennen. Ich weiß, das wird manche Leser schockieren, doch ich gebe nur die Tatsachen wieder, die mir bekannt sind und welche die geschätzte Magiergemeinschaft euch vorenthalten will. Da war doch. So. Nachricht von Wompert. Lesen. Miklaur, da ihr euch seit dem Vorfall mit dem Dreieugigen weigert, mit mir zu sprechen, bleibt mir keine Wahl, als mich schriftlich an euch zu wenden. Meister Lorkan weist euch an, die neu erworbene Lampe, die mit dem Genie in die Schatzkammer zu bringen und hinter der Schutzwand zu lagern. Es ist viel zu gefährlich, sie in der Ladenauslage zu lassen, Wumpert. Miklau, Meister Lorkan wünscht, dass sein Foliant mit Erkenntniszauber in den Keller gebracht wird. Der Meister muss sich konzentrieren, ohne unterbrochen zu werden, um das Ungesehene zu sehen. Da ihr euch seit dem Vorfall mit dem Affen weigert, mit mir zu sprechen, muss ich meine Aufträge schriftlich an euch richten. Wompert. So. Sonst noch was? Spangenbuch. What have we here? Nein, nicht so, so. Oh, magische Geschichte. Schule der Magie, Illusion.
alles ist, was zu sein scheint, oder die Schule der Illusion sagt, dass die Realität nach dem Wünschen des Wirkes neu geschaffen werden kann, dass Absicht und Wille in unserer chaotischen Welt gebracht werden können. Schlüsselbegriffe täuschen, überzeugen, vorgeben, glauben, Schlüsselkonzept, Unsichtbarkeit, Schatten, Illusion, Halluzination und Täuschung. Im berüchtigen Schreckensreich, Jahr 1385 TZ, korrespondierten die Göttin der Dunkelheit Schau und der Gott des Betruges Circe, Kyrik, um Mystras Kontrolle über das Gewebe und ihren Einfluss auf die Reiche ein Ende zu machen, indem sie sie feige ermordeten. Doch anstatt nur die Magiedominanz der Göttin zu brechen, stürzte ihr Tod das Gewebe in Chaos und Zusammenbruch. Magische Zauber scheiterten und zahllose Zauberwirker starben oder wurden wahnsinnig. Ein gigantischer Sturm aus blauen Flammen erhob sich aus dem Meir-Dschungel, fegte über den Kontinent, zermalmte das Land, formte es neu und zerstörte ganze Landstriche. Ein Götterkonklave verurteilte Seixer wegen Mordes an Mystra zu 1000 Jahren Gefangenschaft. Toril erhebte fast ein Jahrhundert des Aufruhrs, ehe Mystra im Jahr 1480 TZ wieder als Göttin der Magie zurückkehren konnte. Dies war den Anstrengungen des legendären Magiers Ilminster Aumar und den Ereignissen der zweiten Teilung zu verdanken, die Gegenstand des nächsten Bandes sind. So. Tread lightly. I already have two copies of this. Go on. On the hunt. Gold. It's all about profits, my love. Go. So, eine 4. Perfekt, vielen Dank, liebes Game. So. Und dann auch wieder alles ausrauben, was geht. Wichtige Magier Lorcan Edition des Herausgebers. Oh, ist das Sange? Wichtige Magier Lorcan Edition des Herausgebers. Ja, selbstverständlich geht's nicht. Dieses Buch wirkt wie eine Sonderausgabe, nicht wie die sonstigen Massendruckware dieser Reihe. Auf der ersten Seite ist eine Notiz vermerkt. Sehr geehrter Herr, wiewohl ich Ihren Versuch zu unserem beliebten Serie beizutragen zu schätzen weiß, fürchte ich, dass wir derzeit keine Leserbeiträge annehmen. Ferner würde ich euch die Beteuerung unserer Faktenprüfers Harp Freimuth empfehlen, solltet ihr versuchen wollen, diesen Band unter anderem Namen anderweitig zu veröffentlichen. Mit freundlichen Grüßen, Embra Coil. Ist er wohl so ein wenig wie der Lockhart? Ja, komm. Das können wir sicher gut verkaufen. Dieses Buch, ja, schon wieder. Also, stehlen. So. Rolands Tagebuch. Es ist alles gelaufen wie von mir geplant. Der Weg war steinig, zu steinig, aber wir sind genau dort angekommen, wo ich sein sollte. Meister Lorcan ist ein Angeber und ein Heuchler, aber er hat, was ich brauche: Ressourcen, Wissen, die Möglichkeit, dass ich endlich werde, wer ich wirklich bin.
Carlo und Lia verdrehen die Augen, aber sie können mein Potenzial am allerwenigsten leugnen. Sie wissen, wozu ich werden könnte, wenn ich nur noch ein wenig durchhalte. Der Gefährte des Lehrlings, erstes Buch. Die Bedeutung von Zauberkomponenten darf von keinem Zauberwirker unterschätzt werden. Verbale, somatische und materielle Komponenten müssen jeweils korrekt eingesetzt werden, was bedeutet, dass man sicher sein muss, keiner Verstummung oder Festsetzung zu unterliegen und deswegen den gewünschten Zauber nicht wirken zu können. Irgendwas noch? Der Weg zu Karsus. Aus der Hand von Ramathi. Welchen Blick auf die wahre Bedeutung der Magie wird Silberhand anbieten? Nehmt die versprochene Hand und seht die Bannmagie über die Handfläche gleiten. Denn auch ihr werdet den Schutz vor den läuternden Feuern Silberhands benötigen. Nur durch seine Flamme wird es möglich sein, Karsus Pfad zu folgen. Okay. Stay low. So. Viel Wissen gesammelt. Tafel. The Night Song is a druidic staff that allows its bearer command over an army of ancient beasts. The Night Song is an ancient potion that allows its drinker to become irresistibly attractive to man and god alike. Alles irgendwie nichts. The Night Song is a priceless ruby from a realm beyond our own. The Night Song is an immortal being, the child of a deity. Feeling fresh? Yep, das wird wahrscheinlich nötig sein. Ich speichere mal. Und dann. Wie? Oder hat es irgendwo hier unten was geöffnet? It is rather a pain to clean up after dinner parties. Hat es irgendwo irgendwas geöffnet? Some people have no respect for literature. Into the bin where it belongs. You know what? Also, ich meine da Bibliothek. What's hiding here? Eine Vitrine. Ja, dann nehmen wir doch das. Also alles, was gratis ist. Von wohl aus außergewöhnlicher Weise gepriesen und von zahlreichen verstimmten Eltern leicht zu beeindruckenden jungen Mädchen als verdammte Pest verflucht, war Ramathis Flammensänger ein Magier von enormer Reputation. Er lebte im Baldur's Tor, verschwand jedoch vor einer Weile spurlos. Gerüchten zufolge soll er eine Romanze mit einer Nymphe begonnen haben und die beiden sollen zusammen davongelaufen sein, um an einem seltenen, friedlichen Ort zu leben. Doch Gerüchte sind stets zweifelhaft und niemand weiß wirklich, was aus Ramathis geworden ist. Drittes Buch. Was Gegenstände betrifft, so werden sie als Quelle substanzieller Macht und in ihrer Bedeutung bei der Fortentwicklung der eigenen Fertigkeiten oft übersehen. Ringe, Amulette oder sogar Teile gegnerischer Rüstung können die erforderlichen Segen sein, um die eigenen Praktiken über den Standard zu erheben. Nicht selten ist es ein einziger Gegenstand, der den Unterschied zwischen schmählicher Niederlage und magischem Sieg bedeutet. Not our spell work. I tell you what,
I'll throw one in for free for your purchase. Limited time. I'll think about it. Schule der Magie, Hervorrufung. Unsere Welt steckt voll unfassbarer Kraft. Von Donnerschlag bei Unwetter über Kreislauf von Leben und Tod, welcher der Flamme innewohnt, bis hin zu plötzlicher Beleuchtung durch einen Blitzschlag. Wer sich der Schule der Hervorrufungsmagie verschrieben hat, tanzt in dieser Macht und führt sie durch eigenen Willen. Schlüsselbegriffe, Elemente, Ermächtigen, Erschaffen, Effekte. Schlüsselkonzepte, Feuer, Frost, Schall, Licht, Erde. Lieder des Windes. Kopie von Lieder des Windes der Magier Selminster. Diese Ausgabe enthält keinerlei Anmerkungen und ist alt genug, um eine Erstausgabe zu sein. Vielleicht handelt es sich auch nur um eine geschickte Reputation. Elmins erinnert sich an die Magierschule Windsangturm in der Elfenstadt Mythbrannor. Ein Teil der Erinnerung wird wie folgt eingeleitet. Beim Winterball sammeln sich die Redner unter einer Pergola. Jedem beschafft einen Eichenblock aus dem großen Ast von Windsang und alle posieren, während ihr Ebenbild mit einer Verwandlungszaube ins Holz geformt wird. Dieses kleine Ritual ist so trist und so albern, dass ich mir den Mund mit Zitronensaft auswaschen will, wenn immer ich daran denke. Es folgt jedenfalls Klartext vor den Rednern, welche der Körpersprache der Umstehenden besondere Aufmerksamkeit widmet. Da es sich nicht nur um Kollegen handelt, sondern auch um Rivalen im strengen Sinne des Wortes. Es gibt keine Redner, der nicht einen Fuß in kollektiven Steigbügel hätte. Sie sind Rennreiter und ihre Sicht auf die Welt außerdem ihrer Laufbahn und ihres Status ist gleichbedeutend mit ihrer Sicht auf die Studenten. Eine Masse, die es so zu tolerieren und im warmen Leben ihrer fantastischen Gehirn zu formen gilt. Zu projizieren, den zu perfektionieren, wie Bilder in Eichenholz. Ich muss es wissen. Ich war derjenige, der das Bild geschaffen hat. Der Weg zu Elminster. Aus der Hand von Raith. Im Silberhand liegt die Macht der Jahreszeit. Flamme und Regenflut, Wind und Sturm hervorgerufen. Was bleibt denen, die Zeugen eines Wütens sind, als der Wunsch, sie auf euren Ruf hervorzulocken, zu sehen? Solches Wissen schießt keine Türen auf. So könnt ihr, wie der weise Elminster, euren Kurs bestimmen. Eines der letzten Seiten ist mit einer Eselsohr markiert. Und nach dem Untergang Sarevox wurde der Magierrat der Stadt aufgefordert, am Eisentor ein denkwürdiges Exempel zu statuieren, dessen kriminelles Hauptquartier wie eine böse Kröte mitten im Baldurs Tor hockt und über den angewiderten Bürger aufragt, welche gerade noch die Opfer dieses Gauners gewesen waren. Der Rat, hastig einberufen, entschied eine dramatische Demonstration der Ablehnung des Eisentors durch die Stadt und 17 Ratsmitglieder taten ihre magische Kräfte in einem zweitägigen Ritual zusammen, um den Eisenthron aus diesem Fundament über die Docks bis zur tiefsten Stelle des Grauenhafens zu heben, wo er durch den Nebel in die Wellen stürzt und nicht mehr gesehen war. So wurde das berühmteste Symbol der blutigen Herrschaft Sarevox Anchevs vernichtet. Dumme Draw, magische Geschichte Band 2, die Zauberpest. Haben wir das schon gelesen?
Im berüchtigen Schreckensreich Jahr 1385 TZ korrespondierte die Göttin der Dunkelheit Char, das haben wir gelesen. Unpraktische Magie Band 2. Dieser Band behandelt die Natur toter magischer Bereiche. In einer Ära namens Zeit der Sorgen gab es zahlreiche Veränderungen in der Welt. Nicht zuletzt den Zerfall und die Neustrukturierung der Quelle aller Magie, genannt das Gewebe. Die Welt hat sich zwar von dieser Zeit erholt, doch es gibt noch Orte, in ihrer magischen Kraft beraubt und abgeschnitten vom Gewebe sind. Doch ist jede Magie und alles Zauberwirken außer Kraft gesetzt. Okay. Band 2. Die Vorteile einer Beschwörung sind zahllos. Zu meinen bevorzugten Anwendungen gehören unerschrockene Speer und jene, die ich Abnutzer im Kampf nenne. Beschwört euren edlen Freund an eurer Seite und schickt ihn in die Schlacht, um euren Feind zu ermüden. Doch gewöhnt euch nicht übermäßig an eure Beschwörungen, denn sie sind magisch und nicht real. Fiktionen des Gewebes bestehen aus Luft und Licht. Gewebemoos? Wermut? Aber wo ist dann... Aber das sagt mir noch was, ne? Dieser Text teilt die fast schon fanatische Begeisterung nicht, die viele gelehrte Elminster-Legende zu Füßen legen. Vielmehr scheint er die schönfärberische Annahme über Elminster-Größe zu verurteilen. Ein beispielhafter Abschnitt aus Kapitel 6. Ich sprach mit der Kellnerin einer provinziellen Straßentaverne an der Schwertküste und sagte ihr, dass ich über Elminster forsche. Wer Elminster sei? Nun, er war eine bemerkenswerte Persönlichkeit der arkanen Gemeinschaft. Er hat das Blut ausgekochter Bösewichte wie Mannshohn von den Zentarim vergossen, das Bett mit der Göttin geteilt und zahllose Magierwirke inspiriert, sich selbst und ihre Kunst zu ergründen und den Bereich ihrer Ambitionen zu erweitern. Sie nickt höflich, ich hackte nach. Hatte sie wirklich noch nie von Elminster gehört? Meine Dame, gab sie zurück. Abgesehen von den zufälligen Gästen hier kenne ich genau neun Leute. Neun, wenn man meinen Hund Binky mitzählt. Ihr erzählt hübsche Geschichten, aber was hat diese Elminster mit der Butterpreis zu tun? Schon wahr. Ich möchte es jetzt einfach mal anstupsen. Not for communal use, it seems. Best show some respect. Or some more cunning. Aber ich sehe wirklich kein bisschen, was wir irgendwie... Von außen sehe ich nichts. Also das ist wirklich so Außenbereich von Außenbereich. Ach, ich bin blind, ne? Softer than a whisper. Portal. Light on my feet. You've set foot in a restricted area. A swift exit may be in order. So.
still alive, so that's progress. So. Don't waste a step. Something smells tasty. The softest touch. So. Cast to put my hands on everything. Speichere noch zuerst.